Können wir dann Ratenplatz in den Herzen zur Pressekonferenz begrüßen? Das Spiel Berliner AK gegen Ratenburg ging aus 2:2. Gelbe Karten gab es auch 2:2. Ja. Und wie die beiden Trainer das hielt, aus ihrer Sicht hier uns darbieten werden, damit man direkt mal ein Ego um dein Stimmen. Bei so vielen Leuten brauche ich eigentlich kein Mikrofon, aber trotz alledem erstmal hallo. Ja, für uns ist es natürlich heute, für alle, die zum FSV Hockey stehen, für die Psyche ein wichtiger Punkt, mit dem wir mit dem Winter rein, mit der Wintervorbereitung, die Tabellensituation ist ja klar. Für uns ist es schwer, die Dinge zu spielen und zu halten. Wir wollten heute die Punkte und heute haben wir nach Mönchen mit Quartal vielen anderen Spielen nicht statt. Trotzdem ist die meine Mannschaft nach hinten raus für die gesamte Leistung. Die 93 Minuten nochmal ein Riesenkompliment machen. Die jungen Leute haben alles gegeben und wir haben den Gegner. Ein Punkt nicht ganz unverdient. Wird die noch im Spiel, entscheidet sich ja mal in einem 10. Das war mal ein bisschen Glück, Ringpfosten wieder raus. 11 Meter für uns und so weiter, die hört dann zu, mal so und so. Heute waren, denke ich, wenig üben. Im BRK wünschen wir weiter alles Gute für ihre und sie wird dafür schön. Danke, Ingo, und gebe das Mikro weiter an Steffen. Auch von mir, hallo. Ich sehe es ähnlich, ich glaube, warten wir uns nicht den Punkt mit dem aufgrund unserer individuellen Fehler mehr als verdient. Ich glaube, wir sind heute allein dafür verantwortlich, dass wir hier heute nur unentschieden gespielt haben. Durch meines Erachtens zwei individuelle Fehler. Unabhängig davon, ob das erste faul ist oder nicht, glaube ich nicht, dass der Torwart da raus muss. Und beim zweiten ganz klare Abstimmungsprobleme zwischen dem Innenverteidiger und dem Torwart, obwohl ich den Elfmeter trotzdem für fragwürdig halte, mir dann zu erzählen, dass der, oder ich hatte den Schiri gefragt, dann zu erzählen, der Spieler hat sich den Ball vorbeigelegt und wollte dann hinterher und wurde dann zum Fall gebracht, das halte ich dann doch schon für sehr haarsträubend, weil ich habe da meines Erachtens einen Torabschluss gesehen, aber auch das lag eindeutig an uns. Umso mehr enttäuscht bin ich davon, dass wir zweimal eine Führung uns erarbeitet haben gegen einen sehr kompakt stehenden Gegner, der immer wieder auf seine Kontermöglichkeiten gelauert hat und wir dann nicht in der Lage sind, diesen Vorsprung erstens länger zu halten und dann halt auch die individuelle Klasse, die wir haben wollen, die wir nicht gezeigt haben, ja, im Spiel halt bis zu Ende rüberzubringen. Ja. Mir gibt es dazu nichts zu sagen. Ich bedanke mich für das halbe Jahr, freue mich jetzt wirklich auf Weihnachten, auch wenn mir das heute ein bisschen schwerfällt. Ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest, ein gesundes neues Jahr, ja, und dass wir alle gesund uns wiedersehen. Dankeschön. Danke, Stefan Hornblatt. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Martin schüttelt den Kopf, alle anderen auch. Dann verbleibt mir natürlich auch nur mich, den Worten von Stefan anzuschließen. Im Namen unseres Vereins wünsche ich Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. Tschüss. Thank you.